super schön, das ist toll, auf Wiedersehen. Tommy, wo ist denn der Christian? Draußen beim Sporteln. Ernst jetzt? Ja. Ich find's auch krass. Ganz ehrlich, wir haben ein bisschen was getrunken. Ich könnte jetzt hier noch keinen Sport machen. Hey Christian, das ist eine absolute Maschine. Die Jugend heute Tage verschläft. Trainieren nicht mehr. Machen nur noch heißes Seil zu leben. Guten Morgen, Part 2 vom Video heute. Gestern war wild. 187. Hey, war geil. Maxwell, geiler Auftritt. Heute ist, denke ich, ein bisschen ruhiger. Wir gehen aufs Boot und später was essen. Und wir chillen einfach den Tag. Um es festzuhalten. 4 nach 10. Wie lange bist du hier schon am Trainieren? 45 Minuten schon. Ich wäre eigentlich schon am Ende. Ich habe noch einen kleinen Teil nur. Das ist leider wie immer zu spät. Ich bin wirklich komplett verschlafen, ja? Ja, aber es ist halt so in der Jugend. Jetzt zum Abschluss? Zum Abschluss? Ja. Du kommst wieder mit Abschluss, ne? Schulabschluss haben wir keinen, aber Trainingsabschluss haben wir, weil ich trainiere jetzt schon, wie lange? 55 Minuten? Ich habe mein Programm eigentlich durch. Ich zeig dir den Trainingsabschluss, komm. Christian, ich habe Tommy seinen Greencheck von gestern geklaut. Da hat ihn ja nur angesetzt. Cinnamon Cereal Flavor. Weltklasse. Das schmeckt genau wie das Müsli, kennst du das? Ja, ja, ja. Ihr bekommt 20% auf alle Proteine und 20% auf alle Proben mit dem Code Eckerlin. Also, schlag zu, auf geht's. Genau zuschlagen. Was denkst du, wie wird Tommy heute früh morgen ich aufgestanden? Ich hab noch nicht gehört, ich weiß nicht, ob er überhaupt aufgestanden ist. Meinst du? Ja. Boah, ich bin grad wachkommen. Ja, Junge, gib mal Gas, Alter, zieh dich an, komm aufs Boot. Boah, ey, wo wir doch überall waren. Ehrlich? Das war mir aber klar. Er geht doch nicht um Viertel nach 12 heim. So, angekommen am Boot. Yes. Wo ist Tommy? Mal gucken, vielleicht stehen wir nicht später da. Der kann uns doch mitnehmen, der Kollege. Frag mal, ob der fährt drüber. Ja. Hey, Bro. See you there. So, Christian. Das ist ja das erste Mal für dich, gell? Ja. Wie ist eigentlich dazu gekommen, dass du doch mal hier bist? Wir haben so ein mehr oder weniger Hausangebot gekriegt. Nach Ibiza, wenn ich überlege, wenn ich fliege ja morgen nach Ibiza wieder am Beach Club. Das ist ein anderes Leben dann, ne? Mit Haus, das ist, mal gucken. Mal gucken, was es hier gibt. Vielleicht gehen wir mal, vielleicht nicht. Das, was würdest du mit dem Beach für die Bewertung geben? 7. Tilo, bist du öfters auf Mallorca? Ja. Oder eher Ibiza? Eher Mallorca mittlerweile. Ehrlich? Ja, na klar. Meinst du, du kriegst Christian auch überzeugt? Bestimmt. Er wird der Sache zustimmen, wirst du sehen. Ibiza ist nicht mehr das, was es mal war. Keine schöne Hippie-Insel mehr wie früher. Sag mal, hallo. Hey Sinan, wo bist du? Frankfurt am Main. Bro, hast du Pulli an, ne? Ja, Bro, ist immer dasselbe mit dir. Hier ist schön, es ist 32 Grad, Bro, mit leichter Brise von Südost. Hallo, hallo. Ich hab gerade mit Christian schon drüber geredet. Du bist auch zum ersten Mal jetzt auf Mallorca, gell? Ja. Was sagst du? Wie ist deine Meinung? Also bis jetzt ist das Haus natürlich ein Traum, aber ich meine, wem das auch nicht gefällt, also dem ist aber irgendwie auch nicht mehr zu helfen, ne? Aber ob wir jetzt hier Mallorca-Fans sind, kann ich noch nicht beurteilen. Wir waren in 3 Restaurants, oder? An 2 Stränden. Aber würdest du sagen, Mallorca hat Potenzial, dazu Ibiza zu, in Anführungszeichen, ersetzen? Sie hat ja hier 20 Jahre gelebt, ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten. Nee, auf jeden Fall hat das Potenzial, aber ich glaube, dass es schon sehr unterschiedlich hier ist. Die Menschen, hier sind sehr, sehr, sehr viele Deutsche. Es kommt mir vor, so ein bisschen, als ob wir hier auch in Deutschland wären, um ehrlich zu sein. Das ist so ein bisschen nicht so ein komplettes spanisches Feeling hier, genau. Ja. Aber trotzdem ist es eine schöne Insel, es ist schönes Wetter, die Flugverbindungen sind besser als nach Ibiza und wir suchen ja auch schon seit ein paar Jahren was auf Ibiza. Und da gibt es einfach nichts Bezahlbares und wir finden einfach nichts. Und wenn es jetzt da vielleicht ein schönes Angebot gibt, dann muss man vielleicht was, muss man zuschlagen vielleicht. Ich weiß es nicht. Mit dem Jetski gerade. Guck mal, Frau am Steuer, ungeheuer.
Christian, was wäre denn für dich ein entscheidender Faktor, nach Mallorca zu ziehen bzw. deinen Ferienwohnsitz hier zu machen? Das muss einfach passen. Und im Moment passt. Was wir jetzt gesehen haben, war ja nicht so schlecht. Wie geht's jetzt von hier aus weiter mit der Entscheidung? Beziehungsweise mal gucken. Hier, Chefin muss mal fragen. Chefin, mit der Haarfrisur bitte nicht zeigen. Das ist doch eine Naturschönheit. Ohne meine Haare. Wie, Schatzi, wie haben wir die Woche wieder unsere Wikinger-Serie, haben wir neue gefunden. Wie heißen die, Schatz? Genau. Das ist so ein Seriengucker. Die sind gut, das muss ich sagen. Wie heißt diese Serie? Last Kingdom. The Last Kingdom. Guckst du auf Englisch die Serie? Ja, yes. Wie war die Bootstour? Gut, sehr schön. Wie war die Bootstour? Entspannt, schönen Tag mit Freunden gehabt, schöner geht's nicht. Die Kinder waren glücklich, sie sind Seabob, Jetski, oder? So macht Urlaub Spaß. Christian, was sagst du? Ja, alles gesagt, super, schön, klasse, toll, auf Wiedersehen. Geil, der Schlüssel ist drin und jetzt kommen wir nicht mehr rein. Tommy, was passiert? Du hast den Schlüssel mit reingenommen und nein. Du bist Wer hat die Tür aufgemacht? Wer hat die Tür aufgemacht, Tommy? Ich. Was sagst du? Durch meine Einbrecher könntest du jetzt wieder walten lassen. Ja, zeig mal hier, wie es läuft. Fenster auf Kippe gelassen. Was willst du da machen? Sag mal. Wie willst du das aufschieben oder was? Oh. Einzigste, was geht, du musst hier. Wir müssen was um den Griff machen. Nein, geht auch nicht. Doch, hier irgendwann zu, so zu machen und von der Seite den Griff ziehen, dann geht's auf. Das ist wie auch. So kann der Abend auch gut beginnen, ne? Ja, die Einbrecherqualität war auch schon mal besser. 2000 Jahre später. Komm, Junge, auf was wartest du, Alter? Was sagst du zu meinen Einbruchkünsten? Krass, Olli. Du bist ja Pole, das passt schon. Christian, was ist los? Warum Stimmung so? Ich hab Hunger. Hangry, sagst du? Hangry. Waren wir auch schon? Du hast die Suppe schon gegessen, ist schon ganz schön. Wie ist die Stimmung? Gut. Besser jetzt, ne? Hat geschmeckt. Viel zu viel Brot. Sushi 1 bis 10. 3. Was hast du so im Hauptgang bestellt? Entrecôte. Ist es nicht normalerweise so, dass der Mann das aussucht, ne? Dass er dann bestellt, einfach zu faul die Karte zu lesen und sagt, der weiß, dass ich einen guten Geschmack habe und darum glaube ich, bestelle einfach immer ich. Das ist doch super, wenn man den gleichen, ja, schmeckt gut. Wenn man den gleichen Geschmack hat, kann man hin und her tauschen. Ist gut, aber ich habe zu viel Brot gehabt. Wir kriegen eine 7. Ich wusste gar nicht, dass ihr zwei Restaurantbewerter, Tester seid. So, das war's von Malle. Morgen geht's nach Ibiza. Wir sehen uns am Sonntag wieder.